Was ist also der Strand hier von Daytona Beach Shores? Viele von den Seawalls, den Mauern, die sind kaputt, die sind hinüber. Und auch tatsächlich viele von den Swimmingpools sind auch viele. Hier in diesem Motel, hier, da habe ich mal gewohnt, da ist der ganze Poolbereich, der ist weg. So, jetzt haben wir hier mal wieder eine Mauer, die steht. Aber natürlich die Zugänge, die sind alle weg. So, jetzt haben wir gerade mal ein ruhiges Stückchen. Gleich geht's weiter. So, hier ist also auch ein ganzer, nicht nur die Mauer, ein ganzer Teil von innen ist weg. Da vorne sehen wir gleich, wie es weitergeht. Da wird einiges an Wiederaufbauarbeiten notwendig sein. Hier, das sieht doch wieder gut aus. Man weiß natürlich auch nicht, was mit den Zimmern ist, ob die das alle jeweils gut überstanden haben. Hier ist wieder die Mauer vollkommen schief, hier ist es eingestürzt. Der Pool hier. Da haben wir mal wieder eine stabile Mauer. So viel Zerstörung am Strand hat noch kein Hurrikan gebracht. Und der war nur Kategorie 1. Hier ist die Zufahrt kaputt. Die Leute genießen es trotzdem. So, hier ist wieder alles kaputt. Alles, das ist ein öffentlicher Park mit Spielplatz. Alles kaputt. Hier ist eine ganze Ecke rausgewaschen. Da waren früher Dünen. Ist alles weg.
Hier hat einer Geld in die Hand genommen und schon viel repariert. Das sieht schon toll aus.